Gabon, ein 11-jähriger Warmblutwallach, der nach Menschen schnappt und gerne auch umrempelt. Seine Besitzerin sucht Rat bei Ariane Telgen. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Ja, Gabar und ich haben unsere nächste Trainingseinheit heute. Das heißt, das vom Pedderkohlen war eigentlich schon eine, weil er wollte auch gar nicht kommen. Hat auch eine sehr anstrengende Nacht, glaube ich, hinter sich gehabt, weil da sind wirklich Riesengräben unten ins Paddock gezogen. Wir haben ihn ja gestern hier oben aus der Box doch noch nach unten gebracht, zu unseren Pferden gestellt, dass er zumindest welche über den Zaun im Blickkontakt hatte. Aber das hat irgendwie auch gar nicht gereicht. Sobald die sich wirklich 2 Meter entfernen, läuft er nur noch. Naja, unsere Arbeit gestern war ja auch doch sehr intensiv. Ja, und die geht jetzt letztendlich hier weiter. Ich möchte ganz gerne den Sattel anpassen. Fing aber schon damit an, dass er mich hier zweimal wieder aus der Stallgasse rausziehen wollte. Und was er halt immer stark einsetzt, ist sein Kopf. Damit rempelt er einen wirklich zur Seite. Ja, und da bin ich jetzt so ein bisschen drauf gefasst, indem ich hier wirklich meine Hand so ein bisschen in Achtungsstellung habe, dass er sich dann halt da wirklich selber wehtut, indem er da halt einfach aneckt. Der guckt jetzt immer, wie man sieht, da draußen, wann geht ein Pferd vorbei, wann bewegt sich irgendwas, damit er wieder was machen kann. Dass das sehr anstrengend ist für die Besitzerin, das kann ich mir wirklich richtig vorstellen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Gut, machst du. Ganz fein. Bleib stehen. Nee, lass deine Hufe bei dir. Ne? Ist auch immer ein ganz bekanntes Phänomen, wenn man jetzt zum Beispiel den Sattel drauf tut oder gurtet, dass denn auf einmal dieses Bein wirklich, das Vorderbein, in meine Richtung kommt. Und das ist schon was, das dulde ich dann nicht, weil der nächste Schritt ist, er steht mir auf dem Fuß. Er darf einfach nicht in meine Richtung gehen. Vorne sieht das gut aus. Mal hier, ob eine Brückenbildung da ist. So, auf der Seite sieht das auch gut aus. Fein, gut so. Jawohl, prima. So, hier ist auch keine Brückenbildung. So, der Sattel liegt auch in der waagerechten. Hier auf der rechten Seite liegt er ein bisschen mehr auf als auf der linken. Und auch so, und auf dieser Seite mag er auch das Putzen gar nicht. Ha! Nein! 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 Der kurze Sichtkontakt zu Campino war ein ausreichender Grund für Gabon, Ariane nicht mehr zu beachten und seinen Körper bewusst einzusetzen, um sie beiseite zu schieben. Kommt ein Pferd damit wiederholt durch, hat der Mensch es schwer, sich wieder Respekt zu verschaffen. Nein. So ist er fein. So ist er fein. So, das sind halt jetzt einfach so Dinge. Es ist nur Campino vorbeigegangen. Oder es bewegt sich irgendwas, sei es die Klappe geht auf, die Boxentür geht zu. Das reicht schon aus, dass er wieder so ein Trippelanfall kriegt auf der Stelle. Das ist natürlich jetzt Provokation von mir. Ich mache den Weg nach vorne frei. Gucke, was passiert. Prima. So ist schön. So auf den ersten Blick. Liegt der Sattel ganz gut? Ich werde mir das nachher noch mal in Ruhe angucken. Ich
Ich wollte jetzt nicht Gefahr laufen, dass er runterfällt. Er war ja nicht angegurtet. Gabon soll jetzt einfach nur auf der Stelle stehen. Mal schauen, wie lange er das schafft. Also was ganz interessant ist, er hat jetzt schon wirklich so eine kleine unsichtbare Sperre von gestern mitgekriegt. Da bewegt er sich nur dran, aber er geht bis jetzt noch nicht drüber weg. Erinnert mich ein bisschen an Barkley. Barkley mochte auch nicht gerne stehen. Als er aber über eine Plane gehen sollte, konnte er das plötzlich stundenlang. Eine ganz einfache Aufgabe, die richtig schwierig sein muss, hier einfach nur zu stehen. So, was ich noch nicht hatte, ist Schnappen. Es ist wohl immer so die Bewegung hierher. Ich vermute mal, das kommt gleich noch. Und das ist auch für Pferdebesitzer ganz, ganz schwer, einfach wirklich hier zu stehen und so zu tun, als wäre man so ein Fels in der Brandung. Innerlich bin ich auch auf alles eingestellt. Er kann mich jetzt beißen, er kann losziehen, er kann losgaloppieren, er kann mich umrempeln. Fein. Und ich tue einfach mal so, als könnte er das alles nicht. Vicky, kannst du mit irgendeinem Pferd auf den Platz gehen oder das hier auf dem Hof so ein bisschen rumführen? Du kannst auch, einer, der gerade da ist, ob das Konrad ist oder Happy, ist egal. Toll, super gemacht. So, was man ganz gut sieht, er macht das zwar jetzt, er ist bei mir und macht das. Er guckt aber die ganze Zeit wirklich zu den anderen. Weggehen von mir. Das hat Carbon verstanden. Rüpel werden zurückgerempelt. Super. Ich habe noch nicht gesagt, weiter. So schön, klasse gemacht. Och, das war toll. Gut gemacht. Ah ja, jetzt kommen die Pferde. Dann wird es gleich wieder losgehen mit Gebrüll. Auf die Stelle gehampelt. Und das ist das, was ich ganz gerne üben möchte. Ist er trotzdem. Und zurück. Fein. Super. Bleib hier von mir weg. So ist schön. Dass er einfach trotzdem hier bleibt. Entspannt bleibt. So ist schön. Klasse. Gut so. Gut, so klasse. Fein, gut so. Gut gemacht, klasse. Super. So, jetzt stelle ich mich gleich auf ein bisschen Theater ein. Konrad kommt. Nein. 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 Gut gemacht. Ne, du kannst auch ruhig mal da hinten hingehen oder gehst mal wieder zurück. Geh von mir weg. So. Geh von mir weg. Gabon weiß genau, was er soll. Mit der vorgespielten Nervosität konnte er seinen Menschen bisher immer dazu bringen, ihn gewähren zu lassen. Er setzt seine Masse als Drohung ein und wird immer massiver, wenn nicht vor ihm gewichen wird. Dieselbe Strategie setzt Ariane nun gegen ihn ein. Hopp. So ist es schön.
Geh von mir weg. So, ist ja fein. Klasse. Und Schere. Fein. Ja, klasse. Prima. Super gemacht. So. Ich probiere was Neues. Heißt, er macht Theater, hampelt rum, muss er im Kreis laufen, muss er halt arbeiten. Fein. Gut so, klasse, super. So, ist schon, oh, er explodiert innerlich. Geh ruhig wieder ein bisschen Tendenz weg, Vicky. Ne, das ist für ihn ganz schlimm, wenn du weggehst, dass wir das so üben können. Nein. So, komm. Hopp, hopp. So. Weiter. Weiter. Ja, weiter. So, dann muss er einfach was tun. Ja, geh mal da, dass er dich immer mal nicht mehr sieht, ne? Das merkt man nämlich, er entspannt sich, wenn du denn hier in der Nähe bist und dann wird er ungemütlich, wenn du weggehst. So. Fein, na prima. Ich sage, wann du aufhörst. Schritt. Gut gemacht. Klasse. Und halt. Halt. Ey, fein. Prima gemacht. Gucke mal langsam. So. Ja, ja, ja. Halt. So, ist ja fein. Halt. Komm. Carbon nimmt regelrecht Anlauf, um seinen Menschen wegzuschieben. Nur reagiert Ariane schneller, als er den Druck aufbauen kann. Dann muss er halt laufen, so lange, bis er keine Lust mehr hat. Und Schritt. Fein. Komm. Und halt. Gut gemacht. Klasse. Gabon ruft den anderen schon mal zu, dass er jetzt 4 Kreise am Stück geschafft hat. Wer meint, dass er mehr hinbekommt, möge sich doch bei Ariane melden. So ist schön. Klasse gemacht. Super. Toll. Komm. Fein. Nur leider hört ihm niemand zu. So, ich hole einfach mal was. Ach, toll. Klasse. So ist das schön. Prima. Toll, toll, toll. So, war auch etwas, das hat gar nicht funktioniert gestern und eben ja auch noch nicht. Da ist er wirklich vorm Stall stehen geblieben, wollte gar nicht reingehen, weil da hinten die anderen Pferde stehen. So. So, das heißt, er ist sehr, sehr schreckhaft. Das kann ich überhaupt gar nicht feststellen. Der ist nur einfach tierisch ignorant und kümmert sich nur darum. Und kümmert sich nur darum, was da hinten funktioniert. Und das ist das, was ihn nervt. Nicht hier dieses Pifane oder irgendwelche anderen Sachen. Der ist gar nicht ängstlich. So. Und ich werde jetzt so lange ihn hier im Kreis gehen lassen. Und Vicky geht einfach immer mit Happy weg, immer aus dem Sichtfeld, bis es ihn nicht mehr interessiert.
Wenn wir Glück haben, ist er schlau und kapiert es schnell. Kapiert hat er es schon längst. Aber einverstanden ist er damit trotzdem nicht. Du kannst Schritt gehen. Schritt. Ein. Schlau wäre Ariane, wenn sie solche Trainings nicht pauschal, sondern nach Stunden abrechnen würde. Wieder und dann gehst du wieder aus dem Sichtfeld. Ah ja, jetzt zieht er schon Richtung Stall. Jetzt geht's, glaube ich, los. So, mal gucken, wann er dahinter kommt. So. Happy geht weg, er reißt am Zügel, an der Leine, möchte hinterher. Scheret. 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 So, fein. Klasse, super. Prima, machst du weiter. Scheret. Scheret. So, und das ist wirklich anstrengend für so ein Pferd, was wirklich einfach immer angespannt ist, immer aufpasst, sich immer an die anderen kettet. Das raubt unheimlich viel Energie. Das macht sogar schon Muskelkater und Übersäuerung, weil diese Pferde ja gar nicht entspannen können, wenn sie jetzt mit ihrem Reiter zum Beispiel unterwegs sind. So, und das ist ja für beide nicht angenehm. Fein. So, da wollte er mich einfach durchlaufen. Das geht natürlich nicht. Und Scheret. Brrrt. Brrrt. Scheret. So. Und das ist auch was, was aufgefallen ist, dass das gar nichts mit dem Menschen zu tun hat, dass er den halt einfach umläuft, wenn er irgendwo jetzt hin will. Das macht er wirklich auch mit Gegenständen. Das macht er mit der Fensterklappe an seiner Box. Die versucht er einfach zu durchrennen, zu durchbrechen, weil er da einfach auch gar nicht drauf achtet. So, das war ja jetzt schon ein Anfall, der war ein bisschen kleiner. So, und man sieht, er schüttelt sich, er schlägt sich die Lippen. Also da löst sich ganz, ganz viel. Und er kämpft jetzt ja wirklich gerade mit sich selber. Fein, weiter. Weiter. Jawohl. So, wollen wir mal hoffen, dass das hier jetzt gleich gut ist. Dass er nicht wieder einen Anfall kriegt. Weiter, er überlegt schon, sieht man schon, er hebt den Kopf, die Ohren gehen nach hinten. Er möchte gerne abkürzen. So. Jetzt geht Happy gleich um die Ecke. Fein. Weiter. Super machst du das. So, und ich kann ja nichts mehr machen, als ihn halt einfach für gutes Benehmen zu belohnen und zu beruhigen und für das andere eine Konsequenz geben. Fein. Klasse, das war ja mal richtig toll. Ne? Kannst du ja noch einmal wohin gehen? Jetzt hat das gerade brav gemacht, ob das nur aus Versehen war. Ja. Fein. Jawohl. So, und dann gehe ich gleich mit Ihnen mal in die Stallgasse und du bringst Happy wieder weg. Ne? Und wenn er dann, muss er da noch stehen, bis er ruhig ist und dann ist gut. Fein. Jetzt musst du noch schön artig sein, ne? Wenn du schön Schritt gehst. Ja, dann ist es gleich vorbei, das Training. Super, er kaut, er schlägt. Was gleich vorbei für Ariane heißt, weiß Gabon noch nicht. Schön, auch klasse machst du das. Super, klasse, klasse, klasse. Und halt. Und halt. Ich muss noch eben einmal warten. Bleib mal einmal stehen. Hast du gut reagiert. Alles gut. So, halt und halt. Und halt. Und halt.
Nein, 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 nein. So, hier ist die Grenze. Hier darf er wirklich nicht durch. Das dürfte er beim Chef auch nicht. Kommt ganz drauf an, wer der Chef ist. Ja, und das ist dann wirklich ein Geduldsspiel. Und das kann sich wirklich über, ja, lange Zeit hinwegziehen. Und ich gebe hier halt erst nach, bis er sich hier entspannt neben mich stellt, weil ansonsten fange ich morgen genau da wieder an. So, und mir reicht es nicht, wenn er eine Sekunde stehen bleibt, sondern er muss hier wirklich sich hinstellen und es muss ihm egal sein, was da hinten ist. Ja, so ist schön. Klasse. Guckst du dir das Geschehen da vorne gar nicht mehr an? Das überleg dir mal. Nein. Nein. So ist schön. Na, siehst du wohl. Mach das doch gleich so. Geht noch nicht, ne? Kannst dich nicht entspannen, ne? Nein. Guck mal, aber putzen hat vorhin auch nicht geholfen und massieren auch nicht, ne? Nee. In sich ganz unruhig, ne? Ist ganz unsicher, weiß gar nicht, was er jetzt machen soll mit seiner Zeit. Klasse, es ist wirklich ein hartes Brot für dich, ne? Es ist wirklich ein hartes Brot für dich, ne? Du Armer. Ja. So, guck mal, wenn du so schön stehen bleibst, können wir so tolle Sachen machen. Ja, hampelst du rum, können wir das nicht machen. So, also so eine Aufgabe, das ist also wirklich eine Strafe eigentlich. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich habe das tagtäglich, dass ich dazu keine Lust habe und diese Sachen dann halt einfach auch ignoriere oder toleriere oder hinnehme, einfach weil ich, ja, das kann ich voll verstehen. Aber das Doofe ist ja, es wird ja immer schlimmer. Und dann stelle ich mir mal vor, ich möchte gerne zu einem Lehrgang fahren, den ich besucht habe, zu was auch immer, ob zu Bodenarbeit, ob zum Reiten, zum Ausreiten, in die Klinik. Und dann lade ich irgendwo ab und dann habe ich ein Pferd, was wirklich seinen Körper einsetzt und was nicht gelernt hat, auf mich zu hören. Dann kommen einem andere Pferde entgegen oder auch wenn man irgendwo ist, ein anderes Pferd wird weggeführt und man hat dann so ein Theater, dann würde ich schon gar nicht mehr wegfahren. So, ob er mir nun in den Arm zwickt, in den Handschuh zwickt oder weil er ein Leckerli auffordert, das ist mir eigentlich relativ egal. Wenn ich ihm ein Leckerli gebe, kann er erstmal schnuppern, was das ist, kann es sich dann nehmen. Und wenn er merkt, es ist kein Leckerli, dann hat er sein Maul gefälligst zuzulassen. So, jetzt fängt er an mit dem Schnappeln. Auch hinten in meinen Rücken. An eine Kapuze. An Ehrmüll. Von irgendeiner Seite muss man doch in diese Frau reinbeißen können, wenn man sie schon nicht umlaufen kann. So, von der Tendenz her, finde ich, wird es aber schon ruhiger. Mach es nicht. Mach es nicht. Och, nur ein ganz kleines bisschen. So ist schön. Guck mal, jetzt mache ich dir mal deine Decke drauf. Halt. Lass es. So ist schön. Guck. Lass es. Ja, ich glaube, das war das härteste Training heute für den Gutesten hier. Einfach nur ruhig stehen. Er hat es jetzt wirklich für 5 Sekunden geschafft. Mit ein bisschen schneller zählen. Ne?
Ja, dann werde ich morgen der Besitzerin ein bisschen was mitgeben. Und ich glaube, das ist so die Chance, die sie denn hat, auf ein entspannteres Pferd. Aber der Weg dahin, der wird nicht so entspannt. Hey, super gemacht. Klasse. So, aber er lernt unheimlich schnell. Fein. Das ist super. Klasse gemacht. Schulter da lassen. Hallo Konrad. Ja, komm mal her. Ja, ja. Warte mal eben. Und, wow. Hier, möchtest du einen haben? Ich dann nicht. Ach, schnell rein zu den anderen. Na, Conny? Ja, das ist Wahnsinn. Also er klebt extrem und ich glaube, das muss man wirklich in den Griff kriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Reiten so Spaß macht oder dass das zu Hause anders ist, wenn man ihn von seinen Stuten wegnimmt. Kann natürlich sein, werde ich morgen mehr erfragen, aber ich glaube es fast nicht. Ja, heute ist letzter Tag. Besitzerin ist wieder da. Ja. Ganz gespannt, glaube ich. Ja, sehr. Ich habe schon so ein bisschen was erzählt, dass das Wochenende war es ja gar nicht, sondern dass die letzten Tage sehr intensiv waren. Mhm. Ja, und ich muss halt wirklich sagen, man braucht Nerven wie Drahtseile. Mhm. Ich habe so den Eindruck, lass es. Ich habe so den Eindruck, dass er eigentlich ganz unsicher ist. Mhm. Aber keine Spur ängstlich. Nee, überhaupt, also überhaupt nicht erschrocken oder guckig auf irgendwas. Mhm. Ja, es ist ganz schwierig zu beschreiben. Also es gibt ja immer zwei Paar Schuhe. Genau. Und entweder macht man mit ihm jetzt Bodenarbeit, aber auf die andere Art und Weise. Also jetzt sage ich mal so die Bodenarbeitsfanatiker, das soll jetzt nicht negativ sein, die würden jetzt sagen, ach, mach mit dem ein oder zwei Jahre nur Bodenarbeit und wenn das dann alles klappt, dann setze dich mal drauf. Ich sage mir einfach, ich habe ja mein Pferd für irgendeinen Zweck mir geholt, so ist es einfach. Mhm. Und wenn ich ihn mir zum Reiten geholt habe, dann möchte ich auch reiten. Ja. Und nicht zwei Jahre lang Bodenarbeit machen. Genau. So, und das ist einfach das, was ich jetzt hier geguckt habe, wie kriegt man es hin? Mhm. Und der ist ja letztendlich wegen Schnappen eigentlich hier. Ja. Mich hat er jetzt nicht gebissen, aber ich konnte feststellen, dass wenn er keine Lust mehr hat, also er möchte gerne bespaßt werden. Und wenn er aber genug bespaßt ist für seine Verhältnisse, genau, und er sagt, jetzt reicht es mir aber auch, dann kann er ganz ungemütlich werden. Genau. Was ich aber so ein bisschen bemerkt habe, ist, dass er auch sehr seinen Körper einsetzt, seinen Kopf und seinen Hals, ja, unheimlich. Mhm. Es ist ja ganz schön. Ich habe zuerst gedacht, oh toll, er senkt seinen Kopf ab, schön. Aber in dem Moment geht er auch entweder nach vorne los oder er biegt ihn um einen rum, um dann irgendwo hier wieder mit den Lippen was zu machen. Wir haben es geschafft, 5 Sekunden in Schnellzählen unbeweglich stehen zu bleiben. Ja, stimmt. Ohne, das dass er an Stärke. Ohne dass er an dem Strick kaut, das Bild anfrisst, mich anfrisst oder rumtänzelt. Mhm. Das hat aber auch 3 Stunden gedauert. Die ganze Steigerungsform war denn, wir stehen draußen und ein anderes Pferd wird permanent weggeführt. Mhm. Und das ist dann so gewesen, dass wir wirklich aneinander geeckt sind. Okay. Und das war dann auch so, dass er mich auch gerne weghaben wollte. Mhm. Da fangen so die ganzen Sachen an. Ich glaube gar nicht, dass das Beißen das Ursächliche ist, sondern dass er einfach den Menschen... Halt! Sondern dass er einfach den Menschen gar nicht akzeptiert. Muss diese Leitstute ihn
jeden Tag aufs Neue traktieren, damit er ihre Position nicht in Frage stellt? Nö, also wenn die zum Beispiel morgen, die wissen ja ungefähr, wann die reinkommen abends. Jetzt, also im Sommer sind die komplett draußen, aber jetzt so, wenn jetzt Winter ist, kommen die ja abends rein. Dann steht er meistens da schon und wenn sie dann von hinten kommt, dann tritt er auch gleich den Rückzug an. Also die muss ihn gar nicht berühren. Nö, die kommt einfach und dann ist er auch gleich schon. Sieht man denn, wie er denn. Also er würde nicht wagen, sie mit den Lippen. Nee, oder also habe ich zumindest noch nie beobachtet. Also meistens sehe ich, dass er dann ziemlich schnell und dann erstmal sich wieder hinten anstellt. Ja, das habe ich mir gedacht und irgendwie muss man diese Position kriegen. Bei ihm schaffen sozusagen, Das muss man schaffen. Und ich bin mir noch nicht sicher, was er für ein Typ ist. Mhm. Ob er ein Typ ist, dass wenn er das einmal akzeptiert hat, er ist schlau, er weiß genau, was ich will. Er akzeptiert es nur nicht. Mhm. So, wenn er es einmal akzeptiert hat, ob er das denn immer wieder in Frage stellt. Oder ob er ein Typ ist, wo man es einmal wirklich bis aufs Blut, doof gesagt, ausreizen muss und dann hat man es. Mhm. Also ich weiß, mit gewissen Dingen, die wir dann schon mal abgestellt, sage ich jetzt mal, haben so ein paar Macken. Da ist es so, sobald jemand Fremdes das versucht oder mit ihm was machen will, dann versucht er das sofort wieder aufs Neue auszuprobieren. Mhm. Also ich finde es immer ganz schade, wenn man so massiv werden muss. Ja. Jeder wünscht sich ja eigentlich Harmonie und jeder wünscht sich, dass es alles auf feine Zeichen geht und all sowas. Ich habe einfach bei ihm jetzt das Gefühl, um da erstmal hinzukommen. Ja. Ist das Ganze, glaube ich, relativ unharmonisch. Ja, doch. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist schon wirklich ein Ding. Und hier war es jetzt auch so, dass er unheimlich an den anderen klebt, obwohl er die gar nicht kennt. Ist das bei euch auch so? Ja, das ist bei uns. Also, ich weiß jetzt nicht, wie extrem das hier war, aber wenn ich zum Beispiel mit ihm alleine rausgehe, spazieren, dann gibt es irgendwo so einen Knackpunkt, wo er dann anfängt zu wirren. Ne? Also, dann ruft er nach den anderen und so. Ich meine, das. An sich stört mich das erstmal nicht, weil er ganz normal neben mir weiterherläuft. Also er fängt dann nicht an, blöd zu werden. Aber er ruft dann schon. Also er ist sehr anhänglich, Gut, aber solange er noch bei dir bleibt, ist alles. Er schreit halt, dann denke ich immer so, er kündigt sich erstmal überall an. Ja. Wir sind da, aber er macht deswegen keinen Blödsinn oder so. So ist gut. Er geht dann ganz normal mit mir weiter und ja. Also ich kann dir sagen, wenn du das korrigieren möchtest, das dauert. Und du brauchst Nerven wie Drahtseile. Okay, das ist Zeit. Mittlerweile schon gewohnt. Zeit und ganz viel liebevolle Konsequenz. Es ist zuerst unheimlich nervig, weil vergisst man einmal was oder man kommt von der Arbeit und man möchte einfach nur mal entspannt sein. Ja. Kann man das erstmal vergessen? Schenkelempfindlichkeit übe, indem ich sage rum oder Seite und ich mache hier und er macht nichts. Und dann sage ich rum, 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 rum. Ja, fein. Genau. So ist gut. So ist fein. Halt. So. Rum. Halt. So ist fein. Gut so. Das ist total, das ist ganz nervig und das macht keiner gerne. Nee, überhaupt nicht. Keiner. Ich auch nicht. So, aber es ist letztendlich, entweder toleriert man das und macht einfach so weiter wie bisher oder man geht halt da dran. So, und das sind so Sachen, wenn er zu Hause entspannter ist, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Ja, hier muss man sagen, also so viel ist er zu Hause nicht in Bewegung. So, halt. So, ich sage rum. So, und er ist fein. Gut, so. Ich habe ihn auch draußen geführt, noch angetrabt und alles. Was total irre ist, der war richtig konzentriert. Der hat zwar überall hingeguckt, aber der hat auch mich nicht verpasst. Okay. Ich bin getrabt, ich bin angehalten und der ist wirklich mit mir angehalten aus dem Trab. Ich drehe mich um, gehe zurück, er geht auch zurück, ohne dass ich was machen muss. Nee, ganz so gut funktioniert es zu Hause das nicht. Das hat gedauert. Ja, das glaube ich. Da hatten wir unsere erste Steigsituation beim Zurückweichen. Ja, das habe ich auch schon gehabt. Also nicht, dass er mich angestiegen ist, aber schon, dass er da wirklich das nicht wollte. Genau, das habe ich schon gemerkt. Ich habe das Gefühl, der sieht einen so als Spielgefährte. Ja. So, und das sind halt einfach Sachen, das muss man ihm sagen, dass man das nicht ist. Genau. So, und er entscheidet letztendlich, in was für einer Stärke er denn reagiert. Genau. Und ich habe so den Eindruck, dass er ganz
viel Stärke braucht. Mhm. Also es ist ein doofes Wort, ja. Werde ich sicherlich auch für auseinandergenommen. Ja. Aber ich glaube, für uns Menschen, wenn man das Wort Gewalt oder gewaltfrei sieht, würde ich sagen, gewaltfrei geht es bei Ihnen nicht. Halt einfach erstmal ohne Ablenkung. Ich bleibe stehen, ich möchte nicht am Strick ziehen. Er soll auf mich achten. Ja. Genauso wie beim Angehen. Ich mache Kurven, er kommt mit. Mhm. Ich halte an. Er nicht. Da hinten hingucken, da ist ein Pferd. Okay. So, das sind dann Sachen, da muss ich mal kurz dann wachrufen. Er macht das nur in die Richtung, wo er dann auch bequem in die Richtung gucken kann, wo er das will. Halt. So, fein, gut so, klasse, super. So, und dann lobe ich ihn halt auch. Mhm. Halt, super, klasse, gut. So, und auch hier bleibe ich jetzt einfach stehen. Mhm. Ich provoziere quasi. Mhm. Und ich warte darauf, dass er anfängt rumzuzappeln. Genau. Ne? Fein, so lange konnten wir aber zu Anfang noch nicht stehen. Gut so. So, und was ich halt einfach gemerkt habe, ist, dass der überhaupt nicht guckt. Nee. Der guckt nicht bei dem Anhänger, der guckt nicht bei der Fahne, der guckt nirgendwo. Nö. Also wenn wir ausreiten, ist das auch so. Den interessiert recht wenig. Und das Einzige ist, wenn er einfach mal stehen bleibt, dann bleibt er halt stehen. Aber da habe ich eher das Gefühl, dass er das einfach gerade so macht, weil ihm da gerade nach ist. Und so, dann dauert das halt einen Moment, langsam, bis wir dann wieder weitermachen. Ja, aber richtig Angst hat er vor eigentlich vor fast nichts. Ich habe so eher den Eindruck, dass er eher ignorant ist. Ja. So, und ich greife jetzt natürlich gleich ein bisschen doller durch, ne, wenn er mir jetzt nicht sofort zurückgeht. Fein. Deswegen habe ich gefragt, wie er das bei der Leitstute macht. Mhm. Musste ihn bitten oder macht er da von alleine? Also so was? Wie ich das beobachten konnte, zieht er dann schnell den Rücktritt an. Gut gemacht, klasse. So, Vicky. Komm. So, und das sind Sachen, der guckt zwar woanders hin, aber trotzdem weiß er, wenn er meine Hilfe verpasst, gibt es Mecker. Genau. Und der Mecker ist so groß, dass er den nicht haben will. Ja. Einmal ausprobieren. So, also einfach mal so ein bisschen ausprobieren, erstmal Schritt halten und Strick wirklich lang, dass da nie Zug drauf ist, weil er soll ja anhalten, weil du anhältst und nicht, weil du am Strick ziehst. Entweder so oder von der Erde. Ach so, weil dann verbindet er die Hand auch nicht mit Leckerli. Das muss man ihnen natürlich beibringen. Ja, okay. Ne, dass man es dann auf der Erde legt. Ach so, aber richtig auf die Erde richtig legen. Auf die Erde, dass der die Hand nicht mit dem Leckerli verbindet. Mhm. Ja, deswegen zu Hause, wie gesagt, mal nach dem Reiten eins oder so. Aber sonst kriegt er von mir ja eh schon nichts aus der Hand. Dass ich ja wusste, dass er das hat, aber ja, dass mir das irgendwann so dermaßen auf die Nerven geht und dass ich das überhaupt nicht wegkriegen lässt, das hab ich da natürlich noch nicht... Halt. So, einfach wieder umdrehen. So, jetzt würde ich, wenn er denn halt so ist, müsste er jetzt arbeiten. Er sieht jetzt das Pferd und jetzt kriegt er seinen Willen, weil er dreht sich einfach so hin und dann kann er sich angucken. Ja, okay. Ne, also drehe ich ihn wieder um und sage ihm, nichts ist. Okay. So, und entweder beschäftige ich dann und sage vorwärts, rückwärts, halt. Bis er es vergessen hat. Das würde ich dann machen, wenn solche Situationen sind. Nein. So. Ruhig auch mal gehen und auch mal rückwärts gehen, auch mal antraben, nur Strick ein bisschen lang. Zurück. Genau, ohne ihn zu berühren. Ne? Also es müsste eigentlich wie bei der Leitstute. Fein. Oh, toll. Ja, so ist gut. So, es müsste eigentlich wie bei der Leitstute so sein. Du drehst dich um und gehst nur auf ihn zu. Und wenn er dann nicht weicht, dann... Zurück. Ohne am Strick zu ziehen. Genau. Fein. So, das sind jetzt zum Beispiel so Sachen, die würde ich bis zum Erbrechen üben. Ja, okay. Das macht er wunderbar jetzt, wenn keine äußeren Einflüsse kommen. Mhm. Weil das macht er bei der Leitstute auch nicht, dass er in ihren Abstand kommt. Ja. So, und wenn du dich jetzt auf ihn zubewegst, muss er eigentlich schon die Tendenz haben, zurückzugehen. Genau. So. Okay. Und jetzt probieren wir mal was. Du bleibst einfach hier mal stehen. Ich möchte das nur zeigen. Stehen,
guckst, dass er hier stehen bleibt, ja, und dass er nicht mit der Nase an dich rankommt. Und wenn doch, und dann mache ich was? Und das gucken wir dann mal. Ach so, okay. Ich will nur zeigen, was passiert. Genau. Viele sagen, oh, bloß nicht aufs Maul, aber er kommt ja nun mal mit dem Maul. Ich würde sagen, also wie gesagt, zu Hause mache ich das mit einem Gummistriegel, denn ja, zack. Ja, wenn so ich mit ihm spazieren gehe, mache ich das mit dem Griff auch von der Gerte, weil ja, er dann auch mal, wenn er neben mir ja läuft, ab und zu, ne, mal rüber schnappt. Gleich wieder zurück. Ein Schritt vor, fünf Schritte zurück. Okay. Zurück. Und das ohne berühren. Ach so, ja. Reagiert er nicht? Donnerwetter. Volles okay. Mett. Hallo. Kannst du ruhig machen. Jawohl. So. Und da sieht man schon, das stört ihn. Und dann legt er die Ohren an. Und jetzt gucken wir mal, wenn er sich bewegt, auf dich zu oder ja mit der Nase kommt, sagst du ihm sofort, so geht's nicht. Ja. Und Vicky führt ja jetzt mal ihr Pferd hier vorbei und geht mit dem zum Raunpen. Okay. Und dann merkst du, was wir hier zu tun haben. Ja. So, und ich bleibe jetzt hier stehen, mich darf er auch nicht umrennen, da sorge nee, ich wollte gerade sagen. Halt. Hier. Na. Genau, er darf nicht an dir vorbei. Genau. So. Das reicht jetzt schon aus. Ja. Der ist noch im Sichtfeld. Ja. Aber jetzt ist es auch schon wieder uninteressant, oder? Wieder zurück. Der hat schon wieder. Ja. Jo. So, und das artete gestern in Steigen, Beißen und alles ab. Okay. So schlimm. Nee. Ja, wieder zurück. Zurück. Dolle. Ah, ja, ja. Hier, da ist zurück es schon wieder. Schön aufpassen. Mhm. Ja, wieder. Ne? So, und das sind auch immer so ganz schöne Machtwaffen eigentlich, dass sie ihren Hals rumdrehen und ihre ja Schulter einsetzen. Nein. Er ja muss da hinten bleiben und zur Not böse werden. Wie die nein Leitstute. Zurück. Ja, so, nicht und mir schnappen. Ne, wenn er dieses Schnappen super alleine probiert, das noch gar nicht macht, aber es probiert, ja, dann würde ich, glaube ich, wie Leitstute ausrasten. Okay. Was macht die Leitstute? Die Donner beißt ihn, sagen, die schlägt wahrscheinlich ihn eine, ja, und die verbannt ihn. Mhm. Und im schlimmsten Fall darf er nicht mehr ans Futter. Ja, genau. So. Ja gut, da ne, kann ich nicht. Alleine. Hallo. Alleine nur der Versuch. Das steht. Und das halt ist das, warum wir das jetzt machen. Halt. Richtig weg. Von. Richtig weg. Halt. Ruhig böse werden. Zeig mal, wie es unschön aussieht. Ja, ist gut. Ja, wie gesagt, man ist ja erst genau noch so ein bisschen ist man ist ganz vorsichtig, aber er versteht es. Geh zurück. Und halt. Na, das war deutlich. So, und diese Position. Halt. Halt Abstand von mir. So ist er fein. So, wenn er es gut macht, ist alles gut. Mhm. Dann fahre ich runter, dann sage ich, schön machst du das, klasse ja machst genau du das. Genau, ja, mache ich zu Hause dann auch, halt, wenn er mal lieb ist. Abstand. So, und ich muss letztendlich interessanter sein als die Victoria da. Und dann muss ich ihn hier beschäftigen. Die Frage ja ist nur, wie setzt diese Stute das durch? Ja, genau, das ist immer ne? Wie kriegt man das hin? Genau. So, und das ist letztendlich, muss man beobachten, wie machen die das, wenn ein Pferd nicht, sich nicht in die Hierarchie unterordnet, dann wird das wirklich vermöbelt. Und also gebissen. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Und immer wenn das war, wie gesagt, so lange habe ich ihn ja noch nicht, aber ja in der Zeit, wo das jetzt war, dann konnte ich das immer an ihm sehen. Weil er dann schon echt hier und da und Rücken, kleine Beule. Da ja ist er, glaube ich, mal gebissen worden. Die ist nicht ganz weggegangen, die Beule. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass er das so lange ausreizt, bis er wirklich dann so welche verballert gekriegt hat, dass er das dann gelaufen hat. Dann hatten wir eigentlich, er war ganz nass am ersten Tag, weil wir das wirklich Stunden ja gemacht haben. Und dann wollte ich ihn eigentlich nur Schritt führen auf dem Platz. Okay. An diesem langen Strick. Ja. Und dann bin ich auf den Platz gekommen. Und dann haben sich unten die Pferde bewegt. Mhm. Und dann hat er wieder gewirrt und wollte los, hat mich zur Seite gedrängelt. Und dann habe ich aber ja einen langen Strick und dann läuft er quasi wie an der Longe um mich rum. Genau. Mhm. Und da gab es dann die nächsten Auseinandersetzungen. Okay. Sodass er wirklich, er trabte und auf einmal drehte der um mit angelegten Ohren und wollte die Richtung wechseln und wollte da unten hin. Okay. Es hätte ja aber meinen Weg gekreuzt quasi. Genau.
So, das haben, war dann leider nicht zu Ende, die Einheit, weil dann haben wir das halt auch noch gemacht. Schritt, ja. Trab, Galopp, bis er lief. Ja. Und dann kam Vicky auf den Platz mit Pferd zum Reiten. Mhm. Und ich habe eigentlich gedacht, dann wird es besser. Mhm. Weil dann hat er ja ein Pferd und ist, ja, nicht mehr alleine. Mhm. Aber das Gegenteil war der Fall. Nee, also zu Hause interessiert ihn alles, was drumherum ist, eigentlich relativ wenig. Also ich bin schon geritten, das sind die währenddessen, weil bei uns mussten die, wenn man hinten auf die Weiden möchte, muss man über den Reitplatz von der Straße aus. Und dann bin ich geritten und habe sogar extra Platz gemacht, weil jemand mit dem Trecker rüber musste. Und die Jungs zu Hause, meine Cousins wohnen ja auch da, die schmeißen Musik an, die Kreissäge, die fahren mit dem Mofa über den Hof, während ich reite. Das interessiert ihn alles nicht. Nee, ja, das war ja nur die anderen Pferde waren denn das Problem. Ne? Okay. Obwohl, so, ich habe das schon mal gehabt, da sind wir auch ausreiten gewesen und etwas weiter entfernt an der Straße waren auch andere Pferde. Und ja, da ist er mir dann immer in so einem, ja, ja, so ein Mini-Trouble so, und, okay, dann immer rückwärts. Ich denke, hallo, wir müssen wieder nach vorne. Und da habe, ja, ich das auch schon mit anderen Pferden gehabt. Aber sonst, also wie gesagt, Gegenstände. Okay. Also ich wusste immer oft nicht, wie ich das unterbinden soll. Okay. Ja, ne? Aber dann weiß ich wenigstens, wie. Also oft fehlt mir dann halt so, wo ich sage, ja, er darf das alles nicht. Ja. Und, ne? Und so wie auch im Halfter fressen darf er nicht. So, also es gibt Regeln bei mir, die er nicht, ja, darf. Und manchmal kriege ich die halt auch durchgesetzt. Aber oft fehlt mir dann dieser ja, wie soll man das sagen? Wie mache ich es dann? Also was, ja, muss ich in dem Moment denn machen? Also wie kriege ich das weg? So, ne? Das fehlt mir dann ganz, hallo, oft. So. Ja. Ne? Das finde ich jetzt schon toll, dass er jetzt hier in Ruhe steht. Es hat jetzt aber auch wieder lange gedauert. Ja, okay. Ich glaube, es bringt ja auch nichts, wenn du Bücher liest, wie reagiere ich, wenn. Ja, genau. Weil er hat vielleicht schon was ganz anderes gelernt. Mhm. Er hat dieses Buch vielleicht gar nicht gelesen. Nee, genau. So, und dann musst du gucken, wie komme ich zum Ziel? Das ist ja das, was, mhm, ich hier mache. Ich versuche verschiedene Sachen. Ich, mhm, versuche immer erst natürlich das Sanfteste. Mhm. Und bei ihm hat das Sanfte nicht gereicht, ja, um halt den Erfolg zu haben, dass er jetzt hier steht und dass er mich respektiert. Aber aus diesem Respekt wird dann Spaß. Ja. Und es wird ja auch Harmonie. Genau. Und wenn er weiß, in welchem Rahmen er sich bei dir bewegen darf, mhm, für das kriegt er Ärger. Mhm. Er braucht das ganz doll, damit, ja, das überhaupt spürt. Mhm. Und das gibt wieder Sicherheit, ja, und Gelassenheit. Mhm. So, und dann am Ende haben eigentlich beide Spaß an der Arbeit. Genau, und das ist eigentlich so das Ziel, dass wir, ja, ne, so ein bisschen unsere Freizeit zusammen verbringen können. Ja. Ja, ohne uns zu ärgern, sozusagen. Ich würde mit Ihnen mit Leckerlis arbeiten, weil er dann viel motivierter ist. Okay. Ich würde, ja, es ihm aber angewöhnen, halt, dass man die vom Boden nimmt. Auf, ja, oder wenn, von der anderen Seite, wenn er so viel Bewegung hat, dass, ja, er es von dir wegnimmt. Mhm. Ne, dann hast, okay, du diese Spanne halt auch weg. Mhm. So, das sind halt so die Sachen. Ja, im Video kannst du denn sehen, was wir so für Probleme haben. Ja, ich bin gespannt. Ja, und hoffen, dass das zuerst, glaube ich, ganz, 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 ganz doof, weil als Pferdebesitzer, ja, mag man das nicht tun. Das mag, ja, niemand man, tun. Vor allem, weil man halt nicht weiß, ob das richtig ist. Ne? Ja. Also wenn ich, sage ich mal, jetzt, ja, wie du schon sagst, wenn er dann hochgeht, dann weiß ich manchmal nicht so, oh, vielleicht war das auch von mir jetzt einfach nicht richtig. Aber, mhm, ganz, ja, ehrlich, wenn du sagst, das ist von ihm ein Unverhalten, dann. Ja, das sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Wenn ein Pferd, wenn ich mein Pferd zurückweise, mhm, und es steigt mich dann an, mhm, dann ist es mir persönlich ganz egal, mhm, ob ich jetzt was gemacht habe, mhm, was er nicht deuten konnte. Mhm. Okay. Solange ich ihn nicht knebele, mhm, traktiere, unfair auf ihn einschlage, mhm, oder sonst was mache, mhm, und er dann solche Mittel einsetzen, mhm, würde, dann wäre es mir egal, ob ich jetzt meine Schulter so zu ihm gedreht, genau, habe oder so zu ihm gedreht habe, ja, oder ob ich ihm symbolisiert habe, ey, du darfst mich ruhig beißen, weil, mhm, ich mich wieder so hingedreht habe. In dem Moment ist mir das egal. Der, mhm, hat nicht mich anzusteigen. Genau. Der, mhm, hat mich auch nicht zu beißen. Und, mhm, wenn er das macht, genau, dann reagiere ich wie ein Leittier, weil ich möchte das Leittier sein. Mhm. Und letztendlich entscheidet er, wie doll er das braucht, mhm, um zu reagieren. Genau.
So, und er wehrt sich. Mhm. Gehst du auf ihn zu und er weicht nicht und du sagst ihm, du weichst aber. Mhm. Dann kann es sein, da muss man wirklich aufpassen, ich hatte einen Helm auf dem Kopf, weil ich ja nicht wusste, was kommt. Mhm. Beißt er wirklich dann? Mhm. Oder er ist dann wirklich mit flach angelegten Ohren in die Luft gegangen und dann kannst du entweder schreien und abhauen oder dich ducken oder du gehst volles Met drauf los. Mhm. So wie es die Leitstute machen würde. Genau. Ja, es geht wieder nach Hause, wie man sieht. Aber der fand mich so toll, dass er hier bleiben will. Ja, ich glaube, das wird ein ganz anstrengendes Training. Wie ich aber jetzt so feststellen konnte aus dem Gespräch, ist, dass er sich hier wirklich viel massiver aufgeführt hat als zu Hause. Und von daher denke ich, dass die beiden das richtig gut hinkriegen. Es ist jetzt ganz viel Erziehungssache, ein bisschen Dominanzgeschichte. Es wird sehr nervig werden, wirklich auf alles zu achten, dass er nicht in den Abstandsbereich kommt, dass er nicht ständig mit der Nase an einen kommt, nicht ständig mit den Lippen versucht zu schnappen oder auch wenn ich wo stehe oder auch jetzt die Besitzerin wo steht, dass er jede Sekunde wirklich neu diese Grenze abfragt. Und was halt ganz schwierig ist, ist, dass Gabar nicht auf leichte Zeichen reagiert, sondern aus was für Gründen auch immer diese sehr massiv haben muss. Und da bin ich richtig gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wir haben jetzt erstmal für 4 Wochen ein Trainingsprogramm festgelegt, was ganz strikt gemacht wird. Und dann bin ich richtig gespannt, was nach 4 Wochen bei rauskommt. Gut 6 Wochen nach dem Aufenthalt von Gabon auf Hof Eicheneck kam die Rückmeldung seiner Besitzerin, dass sie mit dem Training zu Hause gut vorangekommen ist. Gabon soll gar nicht mehr schnappen oder gar beißen und ist im Umgang sehr viel angenehmer geworden. Mit der richtigen Selbstsicherheit und liebevoller Konsequenz konnten sich die beiden wieder zusammenraufen. Und auch Gabon weiß nun, woran er ist und muss sich selbst nicht mehr so stressen.